Herzlich willkommen zu einem weiteren In-and-Out-Video vom November, in dem ich euch zeige, was ich neu gekauft habe und was ich ausgemistet habe und wie viel Geld ich mit Ausgemistetem noch bekommen habe und wie viel Geld ich für neues Zeug ausgegeben habe. Und dieses Video mache ich nicht alleine, sondern mit vier weiteren wunderbaren YouTuberinnen, die sich auch mit dem Thema Minimalismus, Finanzen und so weiter beschäftigen. Und auch sie haben ihren Monat mit dokumentiert und ein In-and-Out-Video gedreht, nämlich sind dabei Kunterbunt und Klitzeklein, Agnes Sedina, dann noch die liebe Valentina vom Kanal Minimal Frugal und die liebe Linda vom Kanal Finanzielle Freiheit in 5 Jahren. Ich verlinke euch alle ihre Videos und Kanäle in der Infobox, also schaut da nachher noch unbedingt bei ihnen vorbei. Es ist der 6. November und wir gehen heute zu einem Flohmarkt und ich habe mir gedacht, dass ich dieses In-and-Out etwas anders filme, nämlich so, dass ich euch auch ein bisschen mitnehme, wenn ich was Neues kaufe. Und ich weiß noch nicht, ob ich was am Flohmarkt kaufe. Ich habe immer so ein paar Dinge auf meiner Liste, aber jetzt nichts Spezielles. Aber wenn ich was kaufe, dann zeige ich es euch nachher natürlich. Aber es ist immer schön, so durch den Flohmarkt einfach zu schlendern und einfach den Tag dort ein bisschen zu verbringen. Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich schon, weil ich schon ewig nicht mehr am Flohmarkt war. Ich bin zurück vom Flohmarkt und ich habe mir auch was gekauft, aber ich bin mir unsicher. Es ist eine Hose um 50 Cent und beim Flohmarkt kann man natürlich immer schlecht was anprobieren. Ich habe es ungefähr abgemessen und ungefähr passt sie auch, aber ich glaube, sie wird wieder ausziehen. Ich zeige sie euch. Es ist diese Männerhose und prinzipiell sieht sie ja ganz lässig aus, aber irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden. Vor allem, weil sie zu groß ist, ich müsste sie enger nähen und ja, ich weiß einfach, dass ich sie wahrscheinlich nicht anziehen werde und dass sie nicht meine Lieblingshose wird. I don't know. Ich glaube, sie wird wieder ausziehen. Ich mache mal hier vorerst ein Plus 1 hin, aber ja, möglicherweise wird sie auch wieder ausziehen diesen Monat. Es ist der nächste Tag und ich fahre jetzt dann in die Arbeit, aber davor hole ich noch was ab, denn ich habe mir gestern noch was gekauft. Ich habe nämlich nach einem Buch gesucht und jetzt habe ich es zufälligerweise auf Willhaben gefunden. Und das hole ich jetzt vor der Arbeit noch schnell ab und nehme euch mit. Es ist wieder was Neues eingezogen, nämlich dieses Buch. Das stand schon ewig auf meiner Liste und ich habe es jetzt um 5 Euro gekauft. Ich bin wieder zu Hause und das ist das Buch, was ich mir geholt habe. Ist noch in super Zustand und um 5 Euro statt Original 11,30 Euro in Österreich ist das komplett okay. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ich bin schon richtig gespannt, wie das ist. Und es kommt auch gleichzeitig was weg. Ja, ich habe es nicht lang besessen. Die grüne Hose. Es hilft einfach nichts, weil wenn ich mir unsicher bin, dann ist es in der Regel so, dass ich die Dinge nicht trage, weil ich mich einfach nicht zu 100% drin wohlfühle und daher ist es sinnlos, die aufzubehalten und sie darf wieder gehen. Und ich werde sie zum Secondhand-Laden bringen und nicht mehr verkaufen, weil ja, die 50 Cent ist es mir nicht wert, dass ich mir die Mühe mache, dass ich das Ganze verkaufe und spende es dem Secondhand-Laden. Ich sitze gerade im Auto, weil ich ein paar Kisten Bier für die Baustelle holen muss. Und dann fahre ich auch gleich zu einem Möbelhaus, weil ich unbedingt ein Leintuch brauche, weil unsere beiden Leintücher, also wir haben zwei zurzeit, schon ziemlich kaputt sind und wir brauchen dringend ein neues. Und das wird der nächste Neuzugang. Wenn ich eins finde, ich nehme euch mal mit. Es ist der 23. November und es sind zwei neue Dinge eingezogen von einer Kooperation. Eigentlich waren es drei, aber eins habe ich einer Freundin geschenkt. Nämlich einmal ein schwarzer Strickpulli, der sehr ähnlich aussieht wie dieser blaue, nur in komplett schwarz, was richtig cool ist, weil ich keinen Strickpulli in schwarz besitze. Und ein Turtleneck, also so ein Rollkragenshirt, das gleiche ist wie das da, was ich trage, nur in dunkelgrün. Aber es ist gerade bei der Wäsche, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Und ich habe auch was Neues, was ich morgen abholen werde. Ich habe es noch nicht gekauft.
Ich habe es aber reserviert, nämlich ein Objektiv für meine Kamera, weil ich auch neben YouTube noch ganz viel filme und fotografiere, auch beruflich. Und deshalb brauche ich ein neues Objektiv und das ist schon dringend notwendig und ich freue mich richtig. Ich habe es über Willhaben gekauft bzw. jetzt mal reserviert und werde es dann morgen abholen. So, es ist hier recht laut und dunkel, deswegen hoffe ich, ihr seht und hört was. Aber ich mache mich gerade auf den Weg, weil ich mir ein Objektiv kaufen werde, gebraucht. Und das werde ich jetzt abholen nach der Arbeit und mal sehen, wie es ausschaut. Es ist recht teuer, so teuer wie Objektive halt sind, aber das kommt auch immer dazu. Es ist mittlerweile der nächste Tag und ich zeige euch das Objektiv. Das ist das, was ich gekauft habe. Gestern war recht teuer, aber dazu kommen wir dann noch am Ende des Videos. Und es ist deutlich günstiger als neu. Und ich bin richtig froh, dass ich das gekauft habe, weil es ist dringend notwendig, weil ich bei vielen Veranstaltungen filme und fotografiere. Und beruflich bedingt ist es einfach eine gute Entscheidung. Und jetzt zeige ich euch auch noch schnell im Überblick, was weggekommen ist, weil ich ja die Minimalismus-Challenge gemacht habe. Und ich bin gerade dabei, dass ich die Dinge jetzt wirklich auch wegräume und wohin bringe. Das ist der Überblick. Das sind über 470 Dinge wahrscheinlich. Also es sind mehr als die 465. Das verkaufe ich. Das verkaufe ich und der Rest kommt weg. Ich habe beim letzten Video schon mal ein paar Dinge gezeigt. Und ich blende euch jetzt ein, wie viele Dinge es in Summe sind. Dazu gibt es ein eigenes Video, also im Detail könnt ihr euch das dann dort ansehen. Aber ich blende euch ein, wie viele Dinge es sind. Es ist mittlerweile Ende November und wir befinden uns in meinem Büro, weil ich am Laptop immer dokumentiere, wie viel ich für Gegenstände ausgegeben habe und wie viel ich durch Verkäufe eingenommen habe. Und insgesamt habe ich 430 Dinge ausgemistet, 429 Dinge durch die Minimalismus-Challenge und einmal diese Hose, die ich zuerst gekauft und dann verkauft habe. Und neu dazugekommen sind in Summe 6 Teile. Dafür habe ich einmal für die Hose 50 Cent ausgegeben, für das Buch 5 Euro, dann 11,99 Euro für das Leintuch und für das Objektiv 700 Euro. Das heißt, in Summe sind das 717,49 Euro, die ich ausgegeben habe. Und ich habe nichts durch Verkäufe eingenommen, obwohl ich sehr viele Dinge auf Vinted gestellt habe und auf Willhaben gestellt habe durch die Minimalismus-Challenge. Aber bisher habe ich nichts verkauft. Ein Pullover ist zurzeit reserviert, aber noch nicht verkauft. Deswegen gibt es keine Einnahmen. Und normalerweise rechne ich das immer gegen, wie viel ich für Dinge ausgegeben habe und wie viel ich eingenommen habe. Aber in dem Fall sind es einfach 717,49 Euro, die ich ausgegeben habe, also im Minus bin quasi, weil ich einfach nichts verkauft habe. Aber der größte Teil war eine Ausgabe für die Arbeit und deswegen ist das voll okay. Und schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Stil vom Video gefunden habt, also dass ich euch hin und wieder mitgenommen habe, wenn ich Dinge gekauft habe oder ob es euch besser gefällt, wenn ich das nicht mache. Also teilt mir das gerne mit einem Kommentar oder einem Daumen nach oben und schaut unbedingt bei den 4 Videos der anderen YouTuberinnen vorbei. Ich habe alles in der Infobox verlinkt. Ich bin schon sehr gespannt, was sie so Neues gekauft haben und ausgemistet haben. Und abonniert auch gern meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.